So, und da sind wir wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben gerade hier das Kohlewerk gebaut. Jawohl, ich erinnere mich. Lass mal kurz hier pausieren. Lass mal kurz orientieren. Wir haben das gebaut. Wie viele Leute? Wow, okay, wir haben ungefähr unendlich viele Leute. So, ich erwarte eigentlich, dass die noch ein bisschen mithelfen, was das Sammeln angeht. Also hier die beiden Sammelstationen. Und würde jetzt. Oh, mir fällt gerade was ein. Reden wir gleich drüber. Und würde jetzt hier gerne noch. Naja, wenigstens zwei Gathering Posts bauen. Das Problem, woran ich mich gerade erinnere, ist, dass ich aufpassen muss, dass der Friedhof. Wo ist der? Der hier, ne? Ja. Der Friedhof darf nicht warm werden. Wenn der warm wird, dann tauen irgendwie die Leichen auf oder sonst irgendwas. Das war nicht gut, glaube ich. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich die doch woanders hinsetze. Oder andersrum. Wenn ich die Map hier hinsetzen wäre vielleicht noch mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hier ist nicht mit drin. Oh doch, der ist mit drin. Was mir gerade auch noch einfällt, die sammeln auf jeden Fall nicht damit. Die haben ja hier mehr als genug zu tun. Vielleicht baue ich dann doch lieber direkt hier raus. Wäre eine Überlegung wert. Dann bräuchte ich eine Straße hier lang. Zack, zack. Dann ja, sogar noch ein bisschen weiter, ne? Wir wollen ja so wenig Überlappung wie möglich haben eigentlich. Also ein bisschen schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es rausschneide oder nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gab es gerade eine kleine Unterbrechung. Mein Virenschutzprogramm hat das Spiel gezwungen, sich zu minimieren. So, wir waren gerade dabei, hier den Steam Hub zu setzen. Und ich bin furchtbar unentschlossen, was das angeht. Ich würde den gerne hier so hinsetzen eigentlich. Hier so. Das ist eine doofe Höhe vermutlich. Wenn ich die. Oh, warte. Gathering Posts. Kann ich ja fast zwei nebeneinander setzen. Gerade so das Problem, dass ich mit dem Bild irgendwie nicht gut klarkomme. Ich würde das gerne hier so parallel zu machen, aber das geht irgendwie nicht. Schade. Okay. So, ja, wir müssen einfach mal gucken, wie sich das auswirkt alles. Wo können wir einen neuen Sermon halten? Nein. Oh, waiting. Irgendwas passiert hier. Die sind nach Hause gekommen und wir haben sie nicht wieder weitergeschickt. Ha. Ich meine, das ist ein Story-Meilenstein. Weiß gar nicht, ob ich den schon erreichen will. Oh, hier haben wir auch was gemacht. Was wollten wir denn hier mitmachen? Wollten wir den echt für Kohle machen noch? Wahrscheinlich, ne?
nichts zu tun, weil wir hier an unserem Limit sind. Das sollten wir vielleicht auch langsam erhöhen, weil wir nahezu 300 Leute inzwischen in unserer Siedlung haben. Was bringen die denn? So, die sind auf dem Weg. Ich dachte, die kommen gerade zurück. So, die bauen gerade. Kiddies hier reinschicken. Habe ich inzwischen alle Häuser geupdatet? Oh ne, wir haben noch ein Zelt irgendwo. Das hier? Ja, das da. So. Damit haben wir die Zelte auch alle ausradiert. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, eine Sache können wir noch bauen. Vielleicht setze ich hier hinten noch einfach mal so ein Krankenhaus rein. Also hier, so viel werden wir noch brauchen. Hier passt es leider nicht komplett hin. Schade eigentlich. Wirklich schade. Aber immerhin passt das so noch ganz gut. Ja, das wäre echt eine Überlegung wert. Warum nicht? So, ich brauche mal die Straße. Wir haben ja schon eine Straße, ne? Hier rüber komplett. So geht das nicht. Das geht. Verrückt. Okay. Wie sieht's mit Nahrung aus? Wir verlieren jede Menge. Momentan. Wir brauchen mehr. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch... bin ich doof? Ja, bin ich. Wenn ich schon dabei bin, können wir auch eine weitere Jagdhütte bauen. Ich habe einfach eine abgerissen ohne... Doch, nee, die habe ich hier hingesetzt, ne, die andere, die ich abgerissen hatte. Ich hoffe mal, das kriegen wir alles hier gebaut, ohne dass so wahnsinnig viele Leute krank werden. Vielleicht nicht hier 513. Storage Limit? War doch noch jede Menge. Wir haben keine Leute gerade im Krankenhaus, das ist sehr gut. So. Oh
Guck mal da oben. Was ist denn das? Den ersten Patienten haben wir hier hinten schon. Was ist los? Writing on the wall. Captain, someone has defaced the walls with prediction of doom for our city. This is troubling. People already fear we share Winterhome's fate. And scared minds are swayed by even the smallest nudges. Apropos. Können wir gleich wieder wettmachen. Nee, ja, Book of Laws. Was habe ich denn hier noch übrig? Kehrhaus. Prothesen. Ja, Prothesen. Bisschen ungern, weil ich erstmal die Hoffnung hochbringen will. Dafür bin ich, glaube ich, bei Purpose besser aufgehoben. Ein Tempel. Der Tempel erhöht die Hoffnung. Es gibt nur einen Tempel. 30 Stahl. Ja, ein bisschen teuer. Alle 4 Tage können wir auch hier so etwas machen, was auch wieder Nahrung kostet. Okay. So, die Faith Keepers. To break up protests. Nighttime procession. Stahl. Das bringt mir doch überhaupt nichts, oder? Meine Unzufriedenheit wird steigen. Achso, warte hier. Ich habe kein Problem mit Unzufriedenheit. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so überwältigend. Ich glaube, ich nehme das hier. Obwohl, dann muss ich den Tempel bauen. Dafür habe ich aber wieder 3 Tage Zeit wahrscheinlich, ne? Sogar 4 Tage. Okay. Ah, hier. Dieser massive Abfall. 2 Level. Ist auch wieder nur für einen Tag. Das kriegen wir hin. Was wir dann jetzt brauchen, ist der Steam Hub hier in der Gegend. Beziehungsweise ich baue erstmal noch tatsächlich den Gathering Post hier hinten. So, jetzt haben wir das. Ah, der Tempel, der ist bestimmt riesig. Da muss ich mal gucken, wo ich den hinsetze. Steam Hub. So. Es ist hier natürlich einigermaßen schön überlappungsfrei. Vielleicht setzen wir den Tempel sogar auch direkt da hinten hin. Hinter das Krankenhaus. Hier so hin. Und dann können wir hier bei Bedarf noch 2 Sammelstationen hinsetzen, die gewärmt sind.
Oh, warte. Jetzt hat sich gerade was überlagert hier. Ah, Power Upgrade. Nice. Das werden wir wahrscheinlich kurzzeitig hier für diesen Temperaturabfall anschalten. Einfach um zu verhindern, dass zu viele Leute krank werden. So. Wir waren ja schon unterwegs. Das wäre jetzt... Das effizientere Sammeln wäre sehr hilfreich jetzt mit den vielen Sammelstationen. Die Wall Drill für mehr Holz und mehr Stahl, also die verbesserten Stahlwerke, wären natürlich auch wichtig. Flying Hunters ist natürlich... Oh, ist das teuer! 40 Stahl pro Gebäude. Ich glaube, das kann ich mir erst leisten, wenn wir die Stahlwerke verbessert haben. Wie teuer ist das? 30 Holz. 9 Stunden. Na komm her. Oh, warte mal kurz. Obwohl, andersrum. Wie wäre hier der Kohleverbrauch? Der kann doch nicht stimmen. Oh doch, der war schon angepasst. Krass. Aber wir brauchen den noch gar nicht. Get moving, hört, hört. Wieso arbeiten hier keine? Unverschämt. Was ich natürlich auch noch bauen wollte, ist der dritte Workshop. Der muss auch noch kommen. So, sehr schön. Ein paar Kiddies und einen Erwachsenen. Ups, hallo. Ah, schon wieder. So häufig. Dann können wir auch schon mal gucken. Der Tempel, ja, der ist groß. Passt aber genau hier hin. Naja, so, naja. Einigermaßen so genau. Ja, hier hinten will ich Gebäude bauen. Ich sag, bauen wir das einfach hier hin. Hier ist es nach wie vor Chili. Sieht die Nahrungsversorgung aus. Immer noch negativ, aber nicht mehr so viel. Wenn wir die Upgrades bekommen, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ups. Verklickt. Hunters hat 5. Achso, okay, wir kriegen doppelt so viel Nahrung, wenn wir upgraden. Die anderen geben 30. Das ist trotzdem noch ein. Also 40 Stahl ist wirklich eine schöne Menge. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon 2 Stahlwerke haben, 70% Automatons, die geben uns 5,6 pro Stunde insgesamt, kriegen wir eine Hütte und einen Keks geupgradet pro Tag. Bisschen mehr als ein Keks. Aber... Ach, beziehungsweise deutlich mehr. Die arbeiten ja 24 Stunden durch. Ich bin gerade von einem 10-Stunden-Tag rausgegangen. Ja, trotzdem. Ist nicht wenig. So, die sind bald fertig. Oh, Tempelbild. Nice. Ich hoffe, die... Ah, sehr schön. Dennoch reicht es noch nicht, dass das abnimmt. Wie viele Tage haben wir noch? 10.
Hallo. Test subject needed. Engineer working on the automaton project is back. He wants to borrow an automaton. I'm close to a breakthrough. Okay, der will uns also ein Automaton zocken. Einen Tag. Ich glaube, das wird bestimmt gut, wenn wir ihm das gewähren. Oh nein, 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 wartet. Da habe ich mich gerade vertan. Hier ist es zu kalt, als dass ich da Leute hinschicken will. Ist hier auch ein Automaton drin? Nein, hier sind Leute drin. Ich schalte hier mal den Mieter an. So. Was dafür ein Upgrade? Bisschen Gathering will ich auch noch machen. Damit kriegen wir das Kohlesammeln deutlich effizienter hin. So, 15 Stahl. Kriegen wir damit auch hin. Das war jetzt das Upgrade, ne? Bestimmt. So, ein Blondchen bin ich noch nicht. Wir könnten hier im Prinzip auch schon mal den nächsten Automaton herstellen. Nein, den können wir nicht, weil wir zu wenig Stahl haben. Hehe, vergiss es. Vergesst es. Hier ist es ein bisschen kühl, aber das lassen wir mal zu. Ich meine, wenn ein paar Leute immer krank sind, ist das nicht weiter schlimm. Wir haben jetzt gerade 20 Betten. Knapp 300 Leute. Ist jetzt kein Thema, wenn so permanent 10, 15 Leute krank sind, würde ich sagen. Das dauert 20 Stunden? Machen wir das jetzt auch die Nacht durch? Das wäre ein Problem, glaube ich, für mich. Das hat uns jetzt gerade wieder 20 Rationen gekostet. Ich hoffe, die Leute kriegen genug zu essen. So langsam könnte sich das mal umdrehen hier. Achso, das kann ich jetzt natürlich auch machen. Ein paar Leute sind hier wieder weg. Ah, hallo, hi, ihr seid angekommen. Überlebende. Near the freshwater springs, we met some refugees from Winterhome. They are a sorry sight and seem to be completely unmoved by the fate of the city. Ask what kept them from starving, they look away, then mumble something about eating. Lichens? Ich glaube, es sind Flechten oder so. Agents. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, aber die haben doch ihre eigenen Leute gefressen. Könnt ihr mir doch nichts erzählen. Und das sind nur 29, das sind gar nicht mal so viele. Frage ist trotzdem, ob ich die haben will. Also ja, aber ich lasse die mal auf sich gestellt hier rumirren. Das dauert einfach jetzt auch hier auch zu lange.
Was haben wir hier? Frozen Grove. Jupp. Möchte so langsam mal hier den Stahlaußenposten finden. Ach ja, genau. Ja, das dauert keine 20 Stunden, ne? Komm, machen wir das mal. Yes! Geht runter. Sehr schön. Das ist jetzt nicht ganz verdoppelt, aber doch deutlich mehr im Vergleich zu vorher. Und ich würde sagen, wir können ein bisschen schneller machen. Oben hier sind auch gleich da. Dreadnought Landing. A huge ship has been dismantled here. Only its massive keel plates remain under the ice. Railroad tracks lead south. Holz, Stahl und Steam Cores. Na, das hört sich doch erstmal gut an. Ah, Tesla City. We found a piece of hull plate bolted to a boulder. It's engraved with the following inscription. In the year 1886, the American expedition aboard Hephaestus landed here in search of a haven from the global glaciation. May God preserve the souls of our fellow countrymen who perished on the way aboard our sister ship Prometheus. Tesla City. So. Das ist jetzt so ein kleiner Spoiler. Aber ich habe nun mal schon einmal das Game gespielt, von daher weiß ich, dass in Tesla City ein Event stattfindet, was dazu führt, dass meine Scouts sterben können. Deswegen möchte ich gerne die 100 Stahl und den Steam Core, also im Prinzip den Gratis-Automaton, erstmal nach Hause bringen. Auch wenn es ein weiter Weg ist, dann wieder. So, zack. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Spoiler-Alarm, ich weiß, aber was soll ich machen? Soll ich so tun, als ob ich es nicht kennen würde und mich dann aufregen und mich über mich selbst ärgern? Nein, sowas mache ich nicht. So. Oh, hi. Another act of vandalism. The Londoners have defaced more walls, urging everybody to join them and abandon the city. Some graffiti even mocks your leadership, branding you an unfit leader incapable of doing what it takes to save our people. Was sind das immer hier für Auswahlmöglichkeiten? Entweder wird es ein bisschen fallen oder sehr stark. Oder normal. Mehr. Jedenfalls. Dann nehme ich doch natürlich das weniger.